Interaktive Museen, das wünschen sich viele Jugendliche und genau deshalb haben sich Schüler des Gymnasiums Laura Gedanken gemacht, wie man zum Beispiel das Jahnmuseum in Freiburg verbessern kann. Und die Idee war schnell gefunden. Wir haben erfahren, dass das Jahnmuseum demnächst ausbauen möchte. Und als Sozialkundekurs vom Burgenland-Gymnasium Laura haben wir uns dazu entschieden, auch einen Teil dazu beizutragen. Naja, wir haben halt in Sozialkunde uns mit dem Thema Gesellschaften auseinandergesetzt und auch wie die sich entwickelt haben. Und dann haben wir uns genau mit Friedrich Ludwig Jahn beschäftigt und wie halt auch seine Person durch verschiedene Gesellschaften irgendwie missbraucht wurde oder wie sie ihn dann immer dargestellt haben, wie es ihnen halt gepasst hat. Und dann kam halt die Zusammenarbeit mit dem Jahn-Museum, auch durch unsere Lehrerin vor allem. Und wir wollten halt auch irgendwie gerne irgendwo mal mitwirken als Schüler, dass das irgendwie dann auch noch länger mal was ist so für die Zukunft. Gerade das Jahn-Museum wünscht sich nämlich seit Jahren mehr Aufmerksamkeit und genau deshalb war man froh über das Angebot der Gymnasiasten, welches sie auch tatkräftig umsetzten. Innerhalb von 6 Wochen haben sich die Schüler Gedanken gemacht und auch viel über den Turnvater gelernt. Ja, erstmal so, sag ich mal, die normalen Grundlagen von Jahn, quasi in welcher Zeit er gelebt hat und was er da hauptsächlich bewirkt hat. Also sag ich mal mit dem Turnen und so, dass es quasi das Ziel war, die Jugend fit zu machen für den Kampf gegen die Gegner, sag ich mal, von einem Deutschland. Und naja, und dann halt, wie wir schon gesagt hatten, Jahn, wie er benutzt wurde in anderen Zeiten, wie zum Beispiel im Nationalsozialismus, wie die den dann missbraucht hatten als, Nationalsozialist, sag ich mal, als rechter Jahn, sag ich mal. Fechten, wie Jahn es angestrebt hat, das war auch für die Schüler ein Highlight. Naja, erstmal konnten wir das so ein bisschen nachvollziehen, wie das damals war, als die das alle angefangen haben zu lernen oder auch wie das Jahn dann seinen Schülern beigebracht hat. Und das Ziel ist ja, dass dann sich Kinder oder auch Erwachsene im Museum dann so einen kurzen Film angucken können und auch einen Eindruck davon bekommen, so wie wir jetzt den Eindruck bekommen haben sozusagen. Ja, und halt zu sehen, dass das nicht nur ältere Menschen machen oder Erwachsene, sondern halt auch Kinder oder Jugendliche Spaß dran haben können. Interaktiv dabei sein, das wollen Jugendliche und das war auch den Laucher Gymnasiasten sehr wichtig. Da hätten wir jetzt verschiedenste Ideen, zum Beispiel wie eine kleine Karte, wie eine Schatzjagd, die man durch Museum führen kann. Wir hatten auch die Idee von Flyern, die man vor dem Museum ausgeben kann für ein paar Zusatzinformationen. Auf jeden Fall kreative Ideen, die möglichst Interaktivität unterstützen sollen. Also das Ziel ist quasi, dass wir brauchen uns ja jetzt nicht so lange darüber unterhalten, dass Jahn jetzt vielleicht nicht das Interessanteste für junge Menschen ist, aber unser Ziel war es halt, das für junge Menschen so attraktiv wie möglich zu machen. Also quasi nicht nur so ein normaler, langweiliger Flyer, den sowieso niemand lesen will. Ja, dass die halt praktisch von alleine sagen, ja, wir gehen da gerne hin, uns interessiert das. Also dass man das wirklich mal in ein besseres Licht rückt und dass halt auch junge Leute da noch mehr Interesse zeigen, ja. Museen müssen sich verändern, um auch junge Menschen für sich attraktiv zu machen. Und genau deshalb sollte man vielleicht bei der Planung demnächst mehr Schüler einbinden.